Hi, Servus, das ist der Joe von Alex und Joe Golftipps und heute sind wir an Tag 2 der PGA Pro Days in Starnberg und Riedhof. Und heute sind wir im Riedhof. Wir haben ja am ersten Tag glücklicherweise noch ein paar Birdies am Schluss gemacht und sind jetzt auf dem fünften Platz. Oder ich bin halt auf dem fünften Platz. Wir ist gut. Ich spreche schon in der Mehrzahl von mir. Jetzt geht schon los. Oh Gott, ich bin. Ja, wenn schon so losgeht in der Früh. Also, fünfter Platz, 4 Schläge vom ersten weg. Müssen wir mal schauen, ob da vielleicht was geht heute. Aber geile Flight. Wir haben wieder unseren Longhitter, den Nico Stevenson dabei. Den kennt ihr schon von einem oder anderen Video. Anscheinend werden wir das mal mit dem Zug los. Oder in dem Fall hat er fast genauso gut gespielt wie ich. Und mit dem Christoph Günther. Der ist ehemaliger European Tour Spieler, Challenge Tour Spieler, spielt auf der Asien Tour drüben. Also richtig, richtig, richtig gut. Also da wird's was sehen. Ansonsten, jetzt schauen wir mal, was wir hinkriegen. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen nach vorne arbeiten. Fit sind wir auf jeden Fall, oder fit bin ich auf jeden Fall. Jetzt fange ich schon wieder mit Sie an. Also fit bin ich auf jeden Fall. Und dann, ja, also ich rede für den Jens mit. Genau, wir sind ja zu zweit. Ja, ansonsten, like, abonnieren, damit ihr mehr von den Videos sehen könnt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt geben wir Gas. Ja, und ob ich richtig Gas gegeben habe, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Also ich bin ja guten Mutes und habe auch gar nicht mal so schlecht gespielt, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt dann sehen, die ersten 9 mit 2 super Leuten eben, mit dem Nico Stevenson. Und hier ist, falls ihr es noch nicht wisst, der Joe von Alex und Joe Golftipps. Und ich kommentiere ja immer ein bisschen nebenbei. Da sind die ganzen Jungs, ein bisschen trainieren. Da haben sogar Werbepartner von der PGA noch mit dabei. Druckblasenmessgerät. Damit man mehr Druck auf den Ball kriegt. Ja, geiler Platz. Aber den haben wir ja schon als Video gemacht. Und vom 5. starten wir. Da der Nico Stevenson. Kennt er ja schon. Longhitter. Dem lang da Eisen. Callaway 3, Triple Check und dann noch ein Ausrufezeichen. Ach du, die gut, langt auch so ein Eisen normal, aber. Das ist der Christoph Günther. Da könnt ihr euch was abschauen bei dem. Und der macht auch aus schlechten Schlägen sensationelle Ergebnisse. Also egal, der ist richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, schaut euch das dann an, wie man. Ja. Da habe ich immer am Anfang Angst um mein Kreuz und dann bewege ich meinen ganzen Körper. Aber die kommen ja trotzdem. Mit der Bahn. Ja, leicht links gesprungen im Bunker rein. Ich habe nur 104 Meter gehabt, habe da Gap Wedge kurz gegriffen, sieht man. Und dann da oben. Ja. Links von der Fahne. Und jetzt schaut es euch an, wie man Bunker spielt. Da könnt ihr was lernen. Das ist was zum Anschauen, muss man sagen. Sensationell. Die Grüns auch sehr schnell, aber sie waren nicht so schnell wie in Starnberg am Tag vorher, aber ähnlich. Und ja, Birdie Putt würde rauskommen. So schade. Wenn ich schon mal einen guten Putt habe, gell? Aber wenigstens sichere Paar. Alle das Park spielt, alle even noch.
an dem Loch so rechts die Fahne angreifen, wenn es da am Wasser steht. Muss nicht unbedingt sein. Man versucht dann ein bisschen links wenigstens davon zu sein. Es kann immer mal was schief gehen. Ja, den habe ich sicher gespielt, genau. Hat mit der Fahne nicht viel zu tun gehabt. Da ist das Break nicht gekommen und so schnell wie am Tag vorher waren sie halt nicht. Wie ihr seht, so schön waren die Grüns jetzt auch nicht, muss man ehrlich sagen, da waren sie am Starnberg ein bisschen besser. Ja, der hat da gedacht, der kommt noch mehr rüber, aber war nicht so. So ein kleiner Wadelbeißer haben wir da noch gelassen. Aber mittlerweile beim Button bin ich schon besser. Das ist so ein ganz komisches Dogleg nach rechts. Komisches, aber es geht halt so im 90-Grad-Winkel fast nach rechts rüber. Und da legt man halt dann, ich habe Eisen 6 gehabt, ne, habe ich mit einem Eisen 6 da vorgelegt. Und das, der Christoph Günther, der geht über die rechten Bäume, seht wie er schon so steht, dass der Ball gleich steigt und haut ihm mit einem Slicer recht schon über die Bäume, ist ein bisschen zu weit, links ist er gegangen, aber seht dann mal wo er liegt, ich habe mal Eisen 6 wie schon gesagt geschlagen. Ja. Und dann halt auch links vom Grün, dann habe ich so einen entspannten, für mich nie möglichen 35 Meter. Ja, Mittelbahn. Da seht ihr so um die Ecke rum da hinten, da ist dann das Grün. Der war zu lang. Ich habe ein bisschen ganz leicht fett getroffen. Aber er kommt halt da zurück. Und der war da hinten. Aber beim Turnier vorher hat schon jemand gesagt, beim Christoph Günther, der hat immer Staubsauger beim Putten im Loch. Da haben wir einmal nicht das gemacht, was wir machen sollten beim Putten und sofort mal über das Loch drüber geschossen. Ja, ausgelippt. Wie gesagt, beim Christoph Günther ist jeder Putt, auf, egal wo auf dem Grün, eine mögliche Birdie-Chance. Das fasziniert mich bei dem. Ich schiebe ihn halt vorbei. Ja, der muss nicht rein. Der erste war halt zu weit. Ja, schade, Bogi. Patterei halt wieder. So, da seht ihr jetzt ein paar 5. Und ihr seht hier links, die Bahn geht eigentlich geradeaus, da, wo ihr seht, die Bunker. Aber da ist eine Lücke vom Champions Tee hinten. Das ist echt brutal. Stellen die sich hin. Und da wird durch diese Ecke da natürlich durchgespielt. Und man spart sich da halt mal richtig viele Meter. Da schaut jetzt der Christoph Günther zu. Ja, der hat einen Blatt getroffen. Aber da ist auch ein anderes Fairway auf der linken Seite. Also da kann man super in die Richtung und dann hat man nur noch vielleicht 200 Meter. Bei mir, ihr seht hier, keine Lücke. Das ist ein Nachteil für die Senioren. Ich muss mit einem Eisen 4 abschlagen. Ah, ja, der könnte lang sein vielleicht. Oder nicht? Ja, aber der war super. Da schon liege ich halt der Bahn, alles gut. Nummer 4er Eisen. So spielen wir ein paar 5s. 4er Eisen, 4er Eisen.
geht aber von der Position nicht anders. Ja, der von da unten, der Nico, der kann das Grün angreifen. Und hier auch unter den Bäumen, da ist er hängen geblieben. Auch nur noch ein Eisen. Das sind, glaube ich, 170 Meter oder sowas. Ja, ich habe wieder mein Gapwedge. Das ist so ein Standardschläger, den ich da die ganzen Löcher habe. Den habe ich da vorgepresst, aber ein bisschen dünner getroffen als gedacht. Aber liegt noch, alles gut. Jetzt rollt er ein bisschen zurück. Und da aus dem Bunker raus. Der Chip, der hat nicht gefallen. Meiner war zu lang da hinten. Da zum Birdie, komm, der rollt bergab. Ah, das hat sich echt gut die Länge gefehlt. Ah, war ein guter Putt. Ich muss ja schon fast sagen, für meine Verhältnisse guter Putt. Ah, knapp am Birdie vorbei. Hm. Ja, also wie gesagt, die Grüns, wir haben alle die auf den Grüns, die ersten neun, waren wir nicht ganz so zufrieden mit der Patterei. Da. Normal ist das eine sichere Birdie-Chance für den Christoph. Ja, haben wir mal alle ein paar gespielt, egal aus welcher Position. Da ein bisschen Wasser. Der Abschlag schaut natürlich auch schlimm aus hier. Da finde ich zum Beispiel, ist von hier leichter zu spielen, da von den Champion Tees, als von der anderen Seite. Ist der Winkel viel schöner. Und das ist halt so oberhalb die Fahne. Da muss man hochspielen. Da nimmt man lieber mal Eisen mehr. Als gedacht. Ja, den habe ich auch mal sicher da links, weil rechts geht es da runter und Bunker. Da liegt Nico, da rechts drüben. Fahne ist halt da. Ich bin auch da, ein bisschen näher dran noch. Aggressiv. Aber auch. Starkes Break, habe ich nicht gelernt. Und auch der Christoph unterschätzt das Break. Haben wir alle das sichere Paar? Ja, war ja nicht so schlecht. Ja, da ist alles ausgemäht, da kann man streuen ohne Ende. Und da hätte ich auch an dem Loch vielleicht am Tag vorher nochmal Proberunde spielen sollen, was ich da für einen Schläger nehme. Dann habe ich mir gedacht, na, da hauen wir doch über die Ecke und nehmen wir unseren Driver. Und den habe ich mal schön getroffen. Da wollte ich auch hin, genau da, wo ich hingespielt habe. Da mitten im Wald, im Feld. Da hast du halt einfach auch so eine tiefe Lage. Der ist noch gesprungen nach links. Ja, jetzt liegt er wieder ganz gut am Grün. Der Güni Richtung Grün. Ja, aber auch links, ja. Und ich, den sieht man gar nicht, den Ball, der war so tief drin, echt brutal. Ja, ich bin da gar nicht richtig unterhalb vom Ball gestanden, dann so tief. Und der springt aber nach links glücklicherweise auch, weil da hängt alles nach rechts, links rüber. Ja, und dann chippen wir halt da mal hin an die Fahne. Schön Spin gehabt, aber ein bisschen zu weit.
Ja, Nico musste über die Kante da drüber, das war blöd. Hätte man vielleicht auch chippen sollen. Ja. Sicheres Paar. Ja, leider vorbei, Bogi. Ich auch zum Paar. Und schon wieder raus. An der 1 ausklippt, dann hier ausklippt. Also das, irgendwie spiele ich dann zu leichten Ball. Der geht dann nicht mehr raus. Ich muss schwerere Bälle spielen. Habe ich schon festgestellt. Warum die immer bei mir auslippen, weiß ich auch nicht. Langes Paar 3, brutal lang. Also, da muss man ganz schön Gas geben. Patsch links, im, rechts im Bunker. Ja, der war nicht verkehrt, den hat er schön gespielt. Ein bisschen zu weit links war er, glaube ich. Aber passt eigentlich, ja, der ist super gewesen. Ist ja jetzt kein kurzes Loch. Ich habe auch Eisen 4 aus 200 Meter waren das. Ja, ich habe mir da nicht mitgedreht, ein bisschen geblockt. Dann springt er halt da ein bisschen zu kurz und wieder in dem. Also das Gras war echt ekelhaft, muss ich sagen. Und wieder was lernen, Bunkerschlag. Da kann man echt was lernen. Schaut euch das 20 Mal in Folge an, dann wisst ihr, wie ihr Bunker spielen müsst. Ja, unterm Ball geschlagen ein bisschen. Da war so tief drin und trotzdem bin ich da unter den Ball gekommen. Paar, Putt und... Nein, aber er ist wenigstens nicht ausgelippt. Ja, da haben wir das Bogey gespielt, das kann ja wohl nicht sein. Staubsauger an, Putt drin. Oh, der ist auch einmal rum. Ja, der Nico hat das Glück auch nicht. Ne, Nico. Du hast da rechts die Bahn, die ist echt so ein bisschen dann eng. Du hast links den einen Baum, rechts hast du die Bunker, da willst du nicht hin, aber... Christoph Günther haut den mit der Bahn. Nico ist ein bisschen weggekippt und dadurch haut er nach rechts. Jens, weiter rechts. Nein, rechts. Ich habe mir gedacht, den hau jetzt da auf jeden Fall mit der Bahn oder ein bisschen links vom Baum wollte ich auch. Also an den Baum mit einem Fade. Aber mein Ball hat nicht gewusst, dass das ein Fade werden soll und ist da halt zum Baum da. Ich habe auch keinen Ball nachgespielt. Der war sehr schön aus dem Bunker raus, muss ich sagen. Ja, oben rechts. War echt gut. Da ist mein Ball. Also, falls ihr nicht sehen sollt, ich versuche es gleich nochmal zu zeigen. Jens hat nicht gleich gefunden, wo er ist. Also, er war brutal tief. Da ist mein Ball. Also viel tiefer geht es da echt nicht. 113 Meter Pitching Wedge, weiß ich noch, aus dem tiefen Teil und zatsch, der war mal am Stock. Aber mir hat man fast nicht gefunden, den Ball. Also da waren die 3 Minuten, ich sag mal so nach 2 Minuten 10 haben wir den Ball gefunden, weil der war so tief drin. Schwerer Chip, aber schau hin, geil, super Schlag, Maximum rausgeholt. Und ich lieg da tot fast am Stock, weil wenn man Bogies spielt, muss man ja Birdie spielen. Oh, sehr schönes Paar. Und jetzt schaut euch den Putt an. Hup. Da muss ich immer nur lachen. Also, den habe ich so gedrückt und das ist wie so ein Jips, so hopp. Da bin ich jetzt weiter weg als vorher. Wahnsinn.
Aber wenigstens das Paar. Also, der Putt, ehrlich, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Schaut euch das noch ein paar Mal an, den Putt, weil der war, boah, da war er mir so unsicher, aber das merkt man dann auch. So, der war, da schaut er gleich, links, links. Er hat auch noch nachgespielt, aber der war schon sehr links. Auch jetzt, ja, und der war, der eine war links links und der jetzige war rechts rechts. Aber er spielt immer noch jetzt wenigstens seine Eisen da. Auch hier finde ich den Winkel zum Fairway schwieriger als von oben. Und da link, das hängt ja alles ein bisschen nach rechts, also optisch jedenfalls. Und ich spiele da oben hin und er springt nach links und geht weiter links und ja, dann liege ich wieder in dem Semiraff. Also, und der Nico war am anderen Fairway, also fast wo ganz woanders. Da weiß natürlich auch die Entfernungen nicht. Aber super gespielt, kurz vors Grün. Ich habe, glaube ich, wieder mal Gap Wedge ins Grün oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber das war wieder viel Gras erwischt. Kommt der so weich auf. Ja, ich wollte vor dem Grün, dass er nur ein bisschen kommt, aber der kommt auf, bleibt liegen. Ja, der Günni dann lange überlegt, was er da macht. Der Baum direkt vor ihm. Hat ein bisschen ein höheres, ich weiß nicht, was er für Eisen genommen hat. Günni, wenn du das siehst, schreib's rein, was du für Eisen genommen hast, wenn du das noch weißt. Hat es dann nochmal überlegt, ja, du musst echt überlegen, was nimmst für Eisen und dann, dass du da drüber kommst. Batsch, Baum getroffen, aber hart getroffen. Aber Members Bounce, er liegt Fairway, nicht weit weg. Schöner Chip. Er ist auch mit dem Strafschlag, also er war genau unter dem Baum auch gelegen, das war mit Strafschlag zurückgelegt auf der Linie zur Fahne. Nur, dass ihr es wisst, also es war sein dritter Schlag, das war hier sein vierter aufs Grün, weil der Ball war unspielbar. Ich habe da zur Fahne chippt, kommt Ball, nein, fällt nicht. Ja, der war ein bisschen kurz. War schon der vierte, war der fünfte, ja, hätte man auch nur Zeit lassen, sechs. Das war leider unnötig, ich paar, jawohl. Ja, wie gesagt, ein, zwei Birdies hätte ich machen können vielleicht noch, jetzt bin ich drei über, der Christoph Günther eins über. Nico Stevenson 4, also ist alles nur drin, alles gut und wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann seht ihr weitere Videos, die zweiten 9 müsst ihr auch noch sehen, da gibt es ja richtig Birdie-Feuerwerk und ansonsten kommentiert gerne, wie ihr die Spieler findet, Nico, Christoph oder mich. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, jetzt auf den zweiten 9 geht es richtig rund. Die dann nächsten Freitag. Servus, ciao.